Hallo liebe Tischtennis-Freunde und Freundinnen, wir sind jetzt auf dem Weg zum ersten Ligaspiel in der Rückserie gegen Jülich. Hier ist mein Mannschaftskamerad Jan Marte. Nasti ist auch am Start und auch Helmi. Wie seid ihr drauf, Jungs? Sehr gut. Und du, Helmi, geht's dir gut? Nach einer 6 Stunden Fahrt hier. Klasse, Kraftfahrer. Sehr gut. Wir gehen jetzt ins Hotel und dann werden wir noch eine Kleinigkeit essen, bevor das Spiel dann startet. Ich werde mich später nochmal melden dazu. Jetzt sind wir auch angekommen im Hotel. Jetzt werden wir noch ein bisschen schlafen. Ne, Basti? Die Fahrt war hart. Auf jeden Fall. Und das Spiel wird noch härter. Also, bis demnächst. Finde ich ganz nice hier eigentlich. Sieht echt nicht schlecht aus. Einen schönen Sitzplatz, wenn ich Lust habe. So, jetzt sind wir auf dem Weg zum Spiel, freuen uns und hoffen, viel Spaß zu haben und eventuell noch einen Punkt mitzunehmen. Im ersten Einzel ging es dann gegen Dragos Olteanu. Gegen Dragos habe ich zuvor noch nie gespielt. Ja, die ersten 2 Sätze hatte ich nicht wirklich eine Chance. Er hat mich sehr, sehr gut angespielt und ich habe irgendwie nicht so einen guten Weg gefunden. Nach dem Satz habe ich allerdings meine Taktik verändert, da ich gemerkt habe, dass er kurz in Vorhand und lang in Rückhand ein bisschen Probleme hat aus dieser Positionierung, wo ich den Ausschlag geschlagen habe. Also habe ich Rückhandausschläge aus der Vorhandseite gemacht, um da ein bisschen besser ins Spiel zu kommen. Und das ist mir dann auch ein bisschen besser gelungen. Aber schaut selbst, wie es dann letztendlich ausgegangen ist. Es war wirklich ein schwieriges Spiel für mich. Ja, hier sieht man es ganz gut. Ich mache den Rückhandausschlag wieder kurz in Vorhand. Er spielt mir kurz in Mitte zurück. Ich flippe ihn in die Mitte an, damit er sich bewegen muss. Dann macht er natürlich eine Lücke frei und ich kann den Ball schön in den Winkel ziehen. Schade, dass ich es zu spät gemerkt habe mit der Taktik. Hier sieht man es auch wieder gut. Hier habe ich den Ausschlag so ein bisschen rausgespielt, dass er so einen kleinen Schritt machen muss.
und habe mir dann einen guten Weg eröffnet, um reinziehen zu können. Gut. Also ihr seht ja wirklich, dass er mir die ersten zwei Sätze gar nicht gelegen hat und mit einer kleinen Taktikveränderung man wirklich das Spiel dann halt auch ein bisschen knapper gestalten kann. Ja? Also deswegen sage ich euch immer, macht euch wirklich Gedanken, damit ihr mit kleinen taktischen Veränderungen viel, viel besser ins Spiel kommt. Ja, am Ende hat Dragos verdient gewonnen. Glückwünsche gehen auf jeden Fall raus. Und jetzt seht ihr mein Spiel gegen Manuel Proaska. Das ist auch unser allererstes Aufeinandertreffen. Sehr gut. Go! Go!
go! Come on, Donnie! Tor!